Es ist tatsächlich schon einige Wochen her, da saß ich hier und habe versucht zusammenzutrommeln, was eigentlich zur Hölle alles in der Produktion vom neuen James Bond schiefgelaufen ist. Teil 25 ja irgendwie auf 100 Jahre verschoben. Ein anderes, großes, millionenschweres Filmprojekt bietet gefühlt allerdings noch ganz andere, tiefere Abgründe. Das X-Men Spin-Off New Mutants. Du hast viel durchgemacht. Schlaf dich aus. New Mutants. Seit 2015 ist klar und fix, dass dieser Film kommen soll. Seit fast 5 Jahren sitzen da einfach Menschen intensiv dran und es gilt der alte Satz: Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Die New Mutants sind offensichtlich in irgendeiner Weise verflucht. Wo bleibt der Film? Wie schwer wird er es haben? Und durch dieses ganze Hin und Her ist er vielleicht sogar schon der vorhersehbarste Flop in einem sowieso schon völlig unnormalen Kinojahr 2020. Wir versuchen es gemeinsam zu entschlüsseln. Ich biete ein bisschen Basis dazu. Willkommen in der Filmfabrik. Checken wir doch bitte erstmal die Basics. In den Comics sind die New Mutants ja Mutanten im Teenageralter. Ausbildung ist noch nicht komplett abgeschlossen. Mit den großen Mutanten können sie also noch nicht mithalten. Als Spin-off in einer Kinolandschaft, die sich ja gerne auf das Ausschlachten von Reihen und Erfolgen besinnt, erstmal ja gar keine so schlechte Idee, war so mein Gefühl, das jetzt auch noch an den Start zu bringen. Bereits dann im August 2016 gab es die ersten Meldungen. Zwei Autoren und der Regisseur von Das Schicksal ist ein mieser Verräter haben sich rangesetzt und erarbeiten vom Drehbuch an alles für das Filmstudio Fox. Das nur schon mal für den Hinterkopf, ist gleich nicht ganz unwichtig. Drehbeginn, hieß es damals, sei sehr bald. Schon vage. Angepeilter Starttermin für diese neuen Mutanten war dann im Frühjahr 2018. Diverse Spekulationen. Wer spielt mit? Welche Charaktere finden im Film überhaupt Platz? Ne, so das übliche Rumgeeier. Regisseur Josh Boone hat die auch weiter mit befeuert. Fans hatten so ein Artwork im Netz gepostet, das Maisie Williams, die Arya Stark aus Game of Thrones, als Mutanten zeigt. Da gab es aber noch keine Bestätigung, wer im Cast dabei ist oder nicht. Dass aber der Regisseur ein solches Bild postet, war für viele Fans eben Anzeichen genug und am Ende hat es sich ja auch bestätigt. Aber wir merken, bis dahin ist ja eigentlich alles wie immer gelaufen. Im Mai 2017 kam dann eben nach den Spekulationen auch die Bestätigung, sowohl Maisie als Wolfsbane als auch Anya Taylor-Joy als Magic sind bei den New Mutants mit im Cast. Nochmal für den Kalender, es war im Mai 2017. Erstes Gefühl damals, boah, gutes Casting, ne? Große Namen, der nächste Schritt für beide Schauspielerinnen, da wächst tatsächlich so eine, naja, nächste Generation Mutanten ran. Je länger die Produktion aber anlief, umso mehr verdichteten sich auch die Spekulationen, dass es sich bei den New Mutants um einen kapitalen Horrorfilm handeln soll. Rosario Dawson und Henry Zager wurden zum Cast dazugemunkelt und Josh Boone meinte in einem Interview dann wirklich: Das wird ein Horrorfilm im X-Men-Universum. The Shining wurde als Inspiration immer wieder genannt. Breakfast Club, Einer flog über das Kuckucksnest, hat dann am Ende irgendwann auch die Chefin von dem Filmstudio bestätigt, ja, das sind so unsere Inspirationsquellen. Das erste Poster hatte auch, ja, durchaus so die Möglichkeit, das Ganze zu unterstreichen. Es wurde direkt von einer neuen Trilogie gesprochen, sogar der erste Trailer wurde schon gedroppt. Alles passiert im Oktober 2017. Und bis hierhin fragt man sich dann einfach, was ist denn verkehrt gelaufen? Wo waren die Probleme, dass der Film immer noch nicht da ist? Und vielleicht lag es am Ende mit an einem Tag, Mitte Dezember 2017, der wirklich alles ins Wackeln gebracht haben könnte. Nicht nur den New Mutants Film, sondern eben auch große Teile der weltweiten Kinolandschaft. Hast du jemals etwas erlebt, von dem du sagen würdest, das war nicht normal? Ja. Letzte Frage. Weißt du, was Mutanten sind? Nachdem Disney schon Studios wie Pixar oder Lucasfilm geschluckt hatte, kauften sie auch für sagenhafte 52,4 Milliarden Dollar 20th Century Fox. Andere Zahlen sprechen sogar von 71 Milliarden Dollar. Die ja bekanntlich eben auch
den Rechtekatalog von X-Men inhalten. Wirtschaftlich ist es ein total nachvollziehbarer Schnitt. Ne? Als Disney-Chef hätte vermutlich keiner von uns irgendwie lange überlegt. Alles andere ist diskutabel, spielt aber hier jetzt gerade gar keine Rolle. Es ist nur als Background tatsächlich für die weiteren Entwicklungen gar nicht so unwichtig. Zurück also zu unseren neuen Mutanten. Die wurden ein paar Wochen später nämlich das erste Mal verschoben, um 10 Monate. Das ist jetzt keine Sensation, weil es jetzt auch nicht komplett unüblich ist. Allerdings bei solchen großen Blockbustern ist es dann doch meistens so, dass man ja versucht, den Starttermin irgendwie noch zu halten. Grund für diese erste Verschiebung waren Nachdrehs. Es sollte einfach noch mehr Horror rein. Der Trailer hat es schon gezeigt, es geht halt in eine andere Richtung, aber es war wohl immer noch nicht genug. Es gab nämlich schon erste Testvorführungen, also es gab schon Menschen, die diesen ersten Film komplett gesehen haben. Was ist das hier? Das ist kein Krankenhaus. Das ist ein Horrorhaus. Die Urteile da waren wohl gut, aber noch nicht großartig, hieß es zumindest damals. Also nochmal ran ans Werk. Neudreh, angeblich sogar im Nachdreh mit komplett neuen Figuren, die irgendwie nochmal schnell in die Story reingewuselt wurden. Und vor allem mehr Horror, weil es angeblich der härteste jugendfreie Film ever werden sollte. Ein sehr ambitioniertes Ziel. Um März 2018, dann der nächste Niederschlag. Nochmal wird der Starttermin verschoben, diesmal von Februar 2019. Nochmal auf August 2019. Und genau hier fängt jetzt ein besonders intensives Hickhack um die New Mutants an. Angeblich war man im Filmstudio von Fox nämlich nicht mehr sonderlich angetan von der Idee, dass die New Mutants jetzt zu einem Horrorfilm werden sollten. Also wurden 12 neue Autoren dran gesetzt, die alles zerpflückt und auseinandergenommen haben. Während diese Autorengruppe also eine neue Version von diesem Film schreibt, sprengt eine Neuauflage von Stephen Kings S im Kino die Kassen. Zutaten da unter anderem, da guck mal einer an, junge Protagonisten und Horror. Doof nur, wenn man genau gerade so einen Film komplett umschreiben lässt. Also Kommando zurück, doch Horror, Horror, Horror. So wie es also der Trailer vermuten ließ, aber die Testvorführungen es einfach noch nicht genug ergaben. Deshalb jetzt Nachdrehs, und zwar massive. 50% wurden angeblich neu gedreht. 50%. Sollte an diesen Zahlen wirklich was dran sein, kann man einfach festhalten, da wird ein komplett anderer Film gedreht. Das ist jetzt nicht irgendeine modifizierte Version zu diesen Testvorführungen. Bei 50% wäre es einfach ein anderer Film. Ich war jetzt nie so richtig gut in Mathe, aber rein rechnerisch, straft mich Lügen, wäre es jede zweite Sekunde, die im Prinzip anders ist als in der Ursprungsfassung. Nochmal die terminliche Einordnung. Der erste Trailer kam im Oktober 2017 raus, im Januar 2019 wurden dann aber eigentlich gefühlt schon ein Haken einfach komplett an diesem Film gemacht. Erste Gerüchte kamen auf, dass der Starttag wohl nochmal verschoben wird, New Mutants aber nie ins Kino kommen soll, sondern auf der Streaming-Plattform Hulu landen wird. Übrigens von Disney, sagen wir mal kontrolliert. Klar waren das alle Gerüchte, aber die bringen ja auch eine gewisse Unruhe in ein solches Projekt und auch in die Fanbase. Nochmal, am Ende von dem Ganzen hier werden wir uns sicherlich die Frage stellen, haben wir überhaupt noch Bock auf New Mutants oder ist der Flop durch dieses Chaos und diesen ganzen Wirrwarr nicht schon vorprogrammiert? Die gleiche Frage, die wir ja hier auch schon eigentlich in Sachen James Bond diskutiert haben, wo viele von euch auch gesagt haben, boah, so richtig Bock habe ich auf den Film nicht mehr. Ein Grund für dieses ewige Aufschieben ist für Disney bei New Mutants wohl auch, dass man mit dem Kauf von Fox eben auch ganz schöne Kontobelastungen quasi geerbt hat. X-Men Dark Phoenix war so eine richtige Bombe an den Kinokassen, und zwar im negativen Sinne. Ein formidabler finanzieller Flop. Über die Qualität des Films lässt sich immer noch streiten. Ich finde Dark Phoenix ja gar nicht so verkehrt, ist aber wie gesagt ein anderes Thema. Als finanzielles Ding völliges Desaster. Nur legt man sich in dieser Grundgemengelage ja natürlich erstmal auch einen kompletten Schatten auf diese X-Men-Reihe und die Lust, möglichst schnell auch einen neuen Film aus dieser Reihe rauszubringen, der inhaltlich so zerpflückt wurde, es ist eben halt dann auch irgendwo ein wirtschaftliches Risiko. Währenddessen wurde aber eben auch weiter getestet. Es gab auch für die neue Version von New Mutants Test-Screenings, die veranstaltet wurden, die wohl auch deutlich besser ausgefallen sind als bei diesem ersten, wo man auch gesagt hat, nicht genug Horror. Ein Kinostart war also plötzlich wieder möglich, mit der Hoffnung, vielleicht funktioniert der Film ja eben doch noch. Neuer Starttermin, der 2. April 2020 bei uns in Deutschland, in der damals gedrehten Form, im Kino, nicht auf irgendwelchen Plattformen, wurde auch nochmal durch einen neuen Trailer bestätigt.
Ich habe was gesehen, was ich nicht hätte sehen dürfen. Ich glaube, wir sind nicht hier, um gesund zu werden. Dieser Trailer, im Prinzip von der Anmutung ja auch sehr ähnlich, sehr nah am ersten, dann aber doch auch nochmal mit mehr Fantasy-Elementen, zumindest die Vermutung, dass es mehr in die Fantasy-Richtung gehen kann und eben noch mit einer Anbindung an die Vorgeschichte aus dem X-Men-Universum, gab ja auch lange Diskussionen, dass es gar nicht mehr stattfindet. Und dann, ja dann, dann kam Corona und die Pandemie, die bislang letzte endgültige Kinostartverschiebung. Nochmal, und mittlerweile ist es wirklich die fünfte. Am 28. August ist jetzt aber wohl endlich dann doch mal ein Kinostart möglich. In den USA. Wann es in Deutschland soweit ist, lässt sich durch die sehr unterschiedliche Umgangsweise, sagen wir es mal so, der Lockdown-Regelungen immer noch nicht sagen. Einen Termin bei uns gibt es aktuell zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier mache, tatsächlich noch nicht. Das war tatsächlich eine unglaubliche Odyssee, die New Mutants dahinter sich hatten. Und ich habe sie zumindest jetzt mal irgendwie versucht, nochmal runterzubrechen, weil wir jetzt wirklich einfach zu der Frage aller Fragen kommen müssen. Was macht das alles mit euch? Macht es überhaupt irgendwas mit euch? Ich persönlich sehe im Trailer und im Konzept, was bis jetzt irgendwie dargelegt und veröffentlicht wurde, ja weiterhin wirklich viele Qualitäten und Chancen. Ich freue mich auch immer noch darauf, weil ich aber auch einfach ein so großer Freund vom X-Men-Universum bin. Ne, es ist so eine Filmreihe, die, naja, in ihrem Grundgerüst dann doch es immer wieder schafft, sich aus dieser Masse von Superheldenfilmen dann doch noch irgendwie abzuheben. Trotzdem ist die Erwartung natürlich irgendwie gedämpft. Zu oft wurde verschoben, zu oft kamen irgendwelche Hiobsbotschaften, was an diesem Film alles angeblich falsch gelaufen ist, ohne dass man selbst jemals, außer die Trailer, irgendwas davon gesehen hat. Ich muss mich definitiv von all dem erstmal freimachen, sollte ich dann den Film irgendwann mal tatsächlich sehen können, werde ich ihm aber trotzdem von Sekunde 1 an eine faire Chance geben, mich dann doch noch zu überzeugen. Geht ihr da anders dran? Wollt ihr den Film überhaupt noch sehen? Habt ihr irgendwie Ängste oder Hoffnungen, was diesen Film angeht? Es ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte, die er jetzt schon hinter sich hat, ohne dass wir irgendwas davon gesehen haben. Wir können hier rauskommen. Gemeinsam. The New Mutants. Schreibt uns gerne, ich bin wirklich gespannt, weil es natürlich auch sehr persönliche und individuelle Gefühle sind, die da mit reinspielen. Die Kommentarspalte ist dafür genau jetzt freigegeben, also eigentlich natürlich auch vorher, aber jetzt offiziell. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr zugeguckt habt, zugehört habt und hoffentlich aufmerksam dabei wart. Gerne nochmal schnell ein Abo dalassen und nichts mehr verpassen, was auf diesem Kanal hier passiert. Ist immer eine schöne Idee. Bleibt gesund, bleibt vernünftig und vor allem macht es gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.